Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hören und Fühlen. Ja, ich habe heute etwas mitgebracht, was auch in meiner Zeit als aktiver Autor für HiFi-Magazine immer so zu einigen Problemen geführt hat. Denn alles, was im Bereich Zubehör liegt oder auch bei Kabeln, da gibt es so drei Gruppen bei den Autoren und Autorinnen. Die einen sagen, Voodoo, alles Quatsch, brauche ich nicht. Die anderen sagen, total klasse, ich teste alles, ich finde alles gut. Und dann gibt es so die vermittelnde Gruppe, die sagen, naja, das mag ja vielleicht gut sein, aber wenn ich darüber was schreibe oder was sage, dann komme ich gleich in so eine Voodoo-Ecke und werde von der Reputation gleich runtergestuft. Ich sehe das immer sehr locker. Ich denke, alle sollten probieren oder ausprobieren, was für ihre Vorstellung von Musik förderlich sein kann. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Deswegen testet man das ja auch und kauft es nicht blind. Damit bin ich beim Thema. Resonatoren, tja, ein Thema in der HiFi-Zubehörbranche, das seit Jahren sehr kontrovers diskutiert wird. Ich will mich da jetzt gar nicht anschließen. Ich erkläre Ihnen nur mal von den Sachen, die ich hier vorliegen habe, warum es die gibt, woher die Geschichte kommt und was man damit machen kann. Die Phyton-Resonatoren eines Schweizers wurden entwickelt eigentlich, um Resonanzen bei Klavieren zu eliminieren. Das macht Sinn, das ist nachvollziehbar, denn es ist klar, dass ein Resonanzkörper durch zum Beispiel angeschwungene Saiten in eine Bewegung versetzt, in eine Resonanz. Die müssen aber nicht immer mit dem tatsächlich gewollten Ton übereinstimmen. Klavierstimmer kennen das Problem und wissen auch, dass das sehr schwierig zu handhaben ist. Auch bei Gitarren oder anderen Resonanzkörpern ist es natürlich so, dass irgendwann zum Beispiel die Eigenresonanz des Gehäuses vielleicht nicht in der gleichen Wellenlänge unterwegs ist, wie die Resonanz, die ich mit dem Ton erzeugen will. Das kennen wir alle durch zum Beispiel Surren oder auch ein Schnarren zum Beispiel von Holz an einigen Musikinstrumenten. Beim Flügel hat er herausgefunden, der Entwickler, dass er gesagt hat, naja gut, man kann natürlich versuchen, die Resonanzen an einigen Stellen des Flügels, des Klaviers, entsprechend auch zu eliminieren. Und das ist ihm auch gelungen, tatsächlich. Und namhafte Tonstudios, Musiker oder Musikerinnen nutzen es auch, insbesondere die Bereiche auf dem Flügel, um halt eben den Flügel in dem Resonanzbereich, wo es zu Dissonanzen kommen könnte, tatsächlich quasi zu beruhigen, sodass der Ton als solches, nämlich durch zum Beispiel die angeschwungene Saite, sich in der Klarheit wieder erzeugen kann. Also diese Entstehungsphase, die Klangphase, aber auch das Ausschwingen. Und mehrere, auch unter anderem Klavierstimmer, haben festgestellt, dass tatsächlich die Reinheit des Klanges, des einzelnen Tones zunimmt. Und das ist natürlich nachvollziehbar, das ist auch bei anderen Geräten so. Immer wenn man Resonanzen eliminiert, wenn man die aus dem Klanggeschehen heraushält, überspielen sie sich nicht. Dass der Klang, der Ton kann tatsächlich in einer besseren Form entstehen und auch ausschwingen. Das heißt, er ist zum Beispiel auch länger zu hören. Das betrifft also das Obertonspektrum und die Superharmonie. Fakt ist, kann das auch für die anderen Bereiche gelten? Kann das auch für HiFi gelten? Und da wurde natürlich dann auch mal ein bisschen getestet. Diese Resonatoren hier, 580 Gramm schwer, bestehen aus einem Kupferkern, das kann man auch sehen, und ist rundherum mit einem Stahlmantel versehen, der geriffelt ist, mit einem kleinen Resonator, der aufgesetzt wird. Nun kann man sagen, und das macht Sinn, auf Lautsprechern gibt es das gleiche Problem mit Resonanzen. Jeder, der schon mal Lautsprecher gebaut hat, weiß das, diese Eigenresonanzen, die in einem gewissen Bereich durch die Lautsprecherentwickler auch ganz bewusst versucht wird, quasi zu eliminieren. Das kann man durch mitschwingende Gehäuse, das kann man durch Beruhigung der Gehäuse, da gibt es verschiedene Ansätze, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Interessant ist, dass die Entwickler dann gesagt haben, naja gut, dann lasst uns das auch mal auf diesen Bereichen probieren. Es gibt da Bedienungsanleitungen zu, wie man das mal testen kann. Und ich habe es natürlich auch getestet auf verschiedenen Lautsprechern. Und tatsächlich, ja, da findet eine Beruhigung statt. Es findet eine Beruhigung statt, die dazu führt, dass in einzelnen Klangbereichen tatsächlich eine Präzision, eine Klarheit, aber keine Schärfe zunimmt. Das ist tatsächlich so. Nicht festgestellt habe ich, wie man mit Resonatoren, die man zum Beispiel auch im Hörraum verteilt, eine Verbesserung stattfindet oder umsetzen kann. Also das hat sich mir nicht erschlossen. Das kann aber daran liegen, dass ich einen sehr großen Hörraum habe, nicht fast 100 Quadratmetern, und demzufolge kann es auch daran liegen. Auch hier natürlich wieder ausprobieren. Das Spannende ist, ich finde gerade bei solchen Sachen, ich fand das immer schon gut, auch als Autor, das macht doch Spaß, damit zu testen. Und ich habe auf Röhrenverstärkern, auf den
Trafos bzw. den entsprechenden sich bewegenden Teilen, also zum Beispiel im gesamten Bereich der Stromerzeugung, der Übertrager, da auch mal ein bisschen mitgespielt und habe dann also auch mehrere dieser Resonatoren zum Beispiel auf die Übertrager und den Trafo meiner AirTight Endstufe gestellt. Und tatsächlich fand auch da eine Beruhigung statt. Also es ist schon interessant zu sehen, dass das Entziehen von störenden Einflüssen, das ist ja beim Zubehörmarkt häufig der Fall, tatsächlich zu einer Reduzierung führt, die eine im Grunde genommen ja schon vorher dagewesene klangliche Fülle deutlicher werden lässt. Und das ist tatsächlich ein Potenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Ich habe das ja auch schon bei den Absorbern, zum Beispiel von Wifi Audio, mal dargelegt. Dadurch, dass man den Geräten die Möglichkeit gibt, sich von Störeinflüssen freier zu bewegen, zu agieren, ist es immer förderlich für den Ton. Ob es jetzt für den Einzelnen das sinnvoll macht, ob es für den Einzelnen vom Wert her diese klanglicher Mehrwert, ob es ihm das persönlich auch monetär wert ist, das muss man selbst entscheiden. Aber ich muss sagen, dicke Empfehlung. Und was ich gesehen habe auch bei den Musikerinnen und Musikern, die das benutzen, da ist was hinter. Und auch mit Klavierstimmern von Steinway, die gesagt haben, okay, durch den gezielten Einsatz der Resonatoren auf dem Resonanzkörper, auf dem sich bewegenden Teil, der außerhalb der tatsächlich unmittelbar angeregten Seite sich befindet, wurde eine Präzision des Klanges erzeugt. Ich fand das also sehr imposant und wie immer meine ich, das ist unser Hobby, probieren Sie es aus und bilden Sie sich selbst eine Meinung. Vielleicht ist es bei Ihnen positiver noch, als es bei mir ist. Es ist etwas zu empfinden, es ist ein Unterschied klar wahrnehmbar. Die zweite Sache, die auch von den Herstellern auf den Markt gebracht wurde, sind Resonatoren auch für Kabel, die individuell an die Kabel angebracht werden können. In der Regel direkt am Lautsprechereingang und am Verstärkerausgang angebracht. Die können individuell angebracht werden. Auch mit unterschiedlichen Durchmessern. Auch da die Kombination zwischen Kupfer und dem kleinen Stabmantel sehr zu empfehlen, mal zu testen, insbesondere tatsächlich beim Lautsprechereingang. Beim Ausgang fand ich es jetzt nicht so tatsächlich von größerer Relevanz am Verstärker, aber unmittelbar an den Eingangsbuchsen des Lautsprechers angebracht, fand eine Beruhigung statt, die man auch wahrnehmen konnte. Auch da gilt, testen Sie es. Also, mein Fazit für die Phyton-Resonatoren: Testen Sie es, machen Sie sich Ihre eigene, oder bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, machen Sie sich Ihr eigenes Bild davon, lassen Sie es auf sich wirken und wie immer bei solchen Sachen, mein Tipp: Fügen Sie es ein in die Anlage, lassen Sie es ein, zwei Wochen drin und nehmen Sie es dann raus. Also, der Unterschied zwischen dem Rausnehmen und dem vorherigen Zustand ist in der Regel doch krasser als umgekehrt, weil man dann diese Erinnerungs-Tatbestände, die wir haben, die wir auch uns verinnerlicht haben, dann nicht mehr in dem Maße hat. Also das Rausnehmen ist in der Regel der Test. Merke ich etwas? Habe ich etwas gemerkt vom klanglichen Unterschied? Und wenn ich dann sage ja und ich sage okay, das ist es mir wert, haben wir ein weiteres Teil, um unserem Ideal der musikalischen Darbietung etwas näher zu kommen. Ja, das war schon wieder heute von mir. Ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Spaß bei der Musik und mein Tipp, testen Sie es einfach mal und bilden sich Ihre Meinung. Vielen Dank, bis nächstes Mal.